Am 16. April wäre Sir Peter Ustinov 100 Jahre alt geworden. Als Humanist und Weltbürger setzte er sich Zeit seines Lebens für die Bekämpfung von Vorurteilen ein. In seinem 2003 erschienenen Buch Achtung Vorurteile schrieb Sir Peter, dass wir am Anfang des 21. Jahrhunderts in einem Zeitalter der Renaissance leben. Jedoch nicht in der Renaissance der Künste, sondern der Vorurteile. In Vorurteilen saß für Sir Peter die Wurzel von Konflikten und Kriegen. Frau Professorin Wodak, als Sprachwissenschaftlerin haben Sie sich intensiv mit der Entstehung von Vorurteilen auseinandergesetzt. Teilen Sie die Beobachtung Sir Peters, dass wir in einem Zeitalter der Vorurteile leben? Ja, unbedingt würde ich das teilen. Es ist aber in dem Sinn nicht neu. Also ich glaube, gerade das 20. Jahrhundert hat das ja auch ganz stark gezeigt, da der Nationalsozialismus und Faschismus ja auch stark mit Stereotypen und bestimmten ideologischen Vorurteilen gearbeitet hat. Und ich denke, das zieht sich weiter ins 21. Jahrhundert. Es sind zwar teilweise die Ziele der Vorurteilskonstruktionen andere geworden, aber teilweise sind sie verbunden mit den traditionellen, in dem Fall antisemitischen, Vorurteilen. Also ich sehe nicht ein Neuerwachen der Vorurteile, sondern ich sehe eher eine Kontinuität, wenn auch teilweise mit anderen Zielen. Anderen Ziele, die Sie gerade angesprochen haben, vielleicht könnten Sie das etwas konkretisieren. Welche Ziele sind anders geworden? Inwiefern hat sich das verändert? Es hat sich, also die Ziele haben sich insofern verändert, als die sogenannten Fremden, ja, und es richtet sich ja, Vorurteile richten sich ja traditionellerweise gegen Menschen, die als fremd wahrgenommen werden und als solche konstruiert werden. Seit vor allem 9-11, also dem Anschlag, dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York, Muslime geworden sind. Also insofern hat sich das Ziel von ethnischen Minderheiten im Lande, das waren meist Juden oder Roma, im 20. Jahrhundert, seltener Muslime, sehr stark gegen muslimische Menschen gerichtet, Menschen, die sowohl im Land leben wie auch zuwandern, und Menschen, die aus fernen Ländern kommen, aber eher als Flüchtlinge und Migranten und nicht etwa als reiche Touristen und Touristinnen. Also insofern hat es da einen Wechsel gegeben, beziehungsweise einfach auch eine Addition, weil wir sehen, dass in Ungarn oder in Polen oder auch in Russland und in der Ukraine Juden weiterhin ein absolutes Ziel von Vorurteilen sind. Genauso Roma, also ganz stark, auch in der Slowakei, auch in Rumänien, auch in Griechenland. Aber andererseits die Ausgrenzung türkischer Gastarbeiter oder türkischer Einwanderer, wie auch jetzt Flüchtlinge aus Syrien und aus anderen Ländern, wo Bürgerkrieg herrscht, ganz stark gestiegen ist. Also wenn man das vergleicht, und wir haben nach 1989 eine große Studie auch gemacht, die in einem Buch erschienen ist, und zwar das Buch heißt Maßnahmen gegen Fremde, Fragezeichen. Da handelte es sich um Stereotype, Vorurteile, die damals schnell entstanden sind und auch instrumentalisiert wurden gegen Einwanderer, Migranten aus den ehemaligen Ostblockländern. Also das hat sich damals sozusagen das Mitleid sehr schnell gewandelt in Ablehnung, sobald diese Menschen aus Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, Bulgarien, Polen nach Österreich gekommen sind. Und zwar mit ganz ähnlichen Vorurteilsinhalten wie dann später gegenüber Einwanderern aus der Türkei
beziehungsweise eben auch den Flüchtlingen in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Also die Muster sind praktisch deckungsgleich. Es hat also uns eigentlich auch sehr überrascht, wie wir das genau analysiert haben. Wir haben auch 2015 sehr genau analysiert, also die Medienberichterstattung, als damals zunächst die Willkommenskultur sehr stark geherrscht hat und die ja dann umgeschlagen ist, und die Vorurteile gegen junge, fremde, dunkle Männer waren ja damals vorherrschend, und genau so war das 1989. Damals kamen die sogenannten dunklen jungen Männer aus Rumänien und wurden als anders abgestempelt, und jetzt 2015, 16 kamen sie eben aus Syrien oder aus dem Irak oder aus Somalien und anderen Bürgerkriegsländern, und die Muster waren tatsächlich deckungsgleich. Sie haben sich ja auch immer wieder mit der Entstehung von Feindbildern und Vorurteilen als solchen befasst. Könnten Sie vielleicht das ganz kurz skizzieren, wie überhaupt Feindbilder entstehen und mit welchem Zweck diese vielleicht sogar instrumentalisiert werden? Feindbilder entstehen meist aus der Funktion, dass man bestimmte Sündenböcke kreiert und abstempeln will und diese schuldig spricht für komplexe Probleme, für die man also im momentan keine sinnvolle Lösung anbieten kann. Also wir haben viele Beispiele für solche Konstruktionen von Feindbildern. Auch ganz aktuell, jetzt während der Covid-19-Krise, wurden ja auch Feindbilder instrumentalisiert. Aber wenn wir zurückschauen, also auch in die Zeit, in die Zwischenkriegszeit, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, 20er, 30er Jahren, da herrschte das Feindbild Rothschild vor, also der sozusagen reiche, gierige jüdische Banker, der also anscheinend alle ausraubt und manipuliert, basierend auf dem traditionellen antisemitischen Stereotyp der Weltverschwörung. Also quasi Rothschild hat alle Regierungen an der Hand, quasi als Marionetten, spielt mit denen. Also dieses Feindbild damals entstanden aus ganz klassischen antisemitischen Motiven, die gemischt waren dann mit rassistischen und diesem Weltverschwörungsmotiv. Das ist heutzutage noch ganz lebendig, und wir sehen, dass es nicht mehr Rothschild ist, sondern George Soros, der so instrumentalisiert wird, vor allem in Ungarn, aber nicht nur in Ungarn, auch Donald Trump, auch Matteo Salvini, also auch Nigel Farage, alle haben also dieses Feindbild Soros in ihren Reden und in ihren Äußerungen ganz stark verwendet. Und auch da zeigt sich, dass dieses Feindbild dazu dient, möglichst Schuld abzuschieben, beziehungsweise Schuld zu sprechen für irgendein Problem, das sie momentan nicht im Griff haben. Das ist eben eine Funktion. Eine andere Funktion ist auch, die nationale Identität zu stärken. Das sehen wir ganz spezifisch im ungarischen Fall. András Kovács, ein Soziologe, hat große quantitative Meinungsumfragen gemacht und zu Antisemitismus, aber auch ganz speziell zu Soros. Also was bedeutet Soros für Sie? Also ganz gezielt gefragt und weit gestreut in Ungarn, Stadt, Land, Altersgruppen, bestimmte Berufsgruppen und so weiter. Und es zeigt sich, dass viele Leute gar nicht wissen, wer Soros ist. Das hat eine Eigendynamik erfahren. Das ist so ein Symbol geworden, also ein Symbol des Bösen, obwohl man gar nicht weiß, dass das ein noch lebender Mensch ist, der
aus Ungarn flüchten musste, als die Nazis und die Faschisten dort regiert haben und eben nach Amerika, letztlich in den USA, also sich seinen Reichtum und sein Leben aufgebaut hat. Kovacs meint, dass also diese neue Parole, dass man das christliche Abendland praktisch in Ungarn jetzt verteidigt, dass ein Bollwerk gegen den Orient darstellt, gegen diesen barbarischen Osten, wie das dort heißt, dass das tatsächlich zur Stärkung der ungarischen Identität dient, wobei ja Fidesz und Orbán eben behaupten, dass Ungarn bedroht ist, also eben von möglicherweise von dieser Zuwanderung und von dass die ungarische Sprache vom Aussterben bedroht sei und so weiter. Also in diesem Sinne dient also diese Schaffung des Feindbildes, dieses anderen, auch dazu, die eigene Identität da stark zu stärken. Es gibt dann auch eine Funktion, die von manchen Sozialpsychologen genannt wird, nämlich so eine Art Gleichgültigkeit zu erzeugen gegen Ausgrenzung. Also, dass es eben gar nichts ausmacht, wenn man solche abgestempelten Feindbilder ausgrenzt, weil sie schädlich seien, weil sie stören und so weiter. Und auch diese Funktion sehen wir letztlich erfüllt, muss ich sagen, momentan auch in Österreich durch die herrschende Regierungspolitik in Bezug auf Asyl und Migration, dass letztlich eine Art Gleichgültigkeit gegenüber den also wirklich furchtbaren menschenunwürdigen Zuständen auf den griechischen Inseln, also innerhalb der EU, produziert wird. Also eine Art Wurstigkeit, abgesehen von einigen Gruppen und Menschen, die also das nicht zur Kenntnis nehmen und nicht einfach gleichgültig bleiben wollen. Also diese Schaffung von Gleichgültigkeit zugunsten des eigenen ist auch eine wichtige Funktion. Und natürlich können solche Feindbilder dazu führen und es auch erleichtern, und das zeigen ja viele Studien zur Vorurteilsforschung quasi als ersten Schritt, dass dann letztlich dies auch zu Gewalt führen kann. Also man produziert erst diese Feindbilder, man grenzt sie dann auch logistisch aus. Das haben wir wiederum beispielhaft an den Nürnberger Gesetzen gesehen und auch können wir das in den Tagebüchern von Viktor Klemperer ja Schritt für Schritt nachlesen. Und dass das dann so einzelne Schritte sind, die letztlich dann zu Gewalt führen können, zur Deportation und dann wie auch geschehen zu Genozid, Vernichtung und so weiter. Also insofern ist das eine Skala, die man so aufzeichnen kann von kleinen Schritten. Und ich denke, gerade da ist der Kampf gegen Vorurteile sehr wichtig, eben auch Ustinovs sozusagen Erbe, dass dieses Institut auch wachhält, dass man sich eben gegen diese ersten Schritte schon verwahren muss, die oft verniedlicht werden und das sind eben nur kleine Aussprüche oder das hat man gar nicht so gesagt oder nicht gemeint oder also da gibt es ja jede Menge von Entschuldigungen und Verharmlosungen, weil das summiert sich eben nicht und das kann dann ziemlich schnell eben auch zu Verhetzung führen. Sie haben es bereits angesprochen, und zwar die Corona-Pandemie. Wenn wir uns das anschauen, glaubt man, das kann man ja nicht ganz gut erkennen, dass eben Vorurteile, vor allem aber Verschwörungstheorien, jetzt wieder wesentlich breiter getreten und breiter gestreut werden. Wie hängt diese weltweite Krise mit und in der wir gerade leben müssen, mit Verschwörungstheorien und diesem Aufkommen von Verschwörungstheorien und neuen Vorurteilen zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, ich denke, und das zeigen auch die sozialpsychologischen
Untersuchungen, dass sehr komplexe Situationen, schwierige Situationen, Krisen sind natürlich schwierige Situationen, wo das Ende nicht abzusehen ist und sehr viel Unsicherheit herrscht. Solche Feindbilder und Verschwörungstheorien dazu dienen, Sicherheit herzustellen durch eine einfache Erzählung. Also wenn man ein einfaches Narrativ hat und weiß, wer gut und böse ist und wer daher, also wen man loswerden muss und wer schuldig gesprochen werden kann, dann hat man eine Erklärung für diese sehr komplexe Situation und man schafft sich auch ein Rettungsnarrativ, nämlich jemand, der also eine Lösung anbietet. Und genau das erleben wir jetzt. Also wenn ein China schuldig gesprochen werden kann oder das britische Virus, das ist ja ganz interessant, dass es da jetzt um Länder geht, die, denen so ein Schuldspruch zugesprochen wird. Also China, Großbritannien, Südafrika, Brasilien, ja, also wo scheinbar dieses Virus entstanden ist oder diese Mutation des Virus, dann werden diese Länder und natürlich die Bevölkerung und natürlich auch das dort herrschende Regime, also alles insgesamt irgendwie schuldig gesprochen. Und das kann tatsächlich dann auch zu Gewaltaktionen und Ausgrenzung von solchen Bürgern und Bürgerinnen von solchen Ländern führen. Und man sieht das also in den USA, wie Leute, die aus Asien kommen, also so ganz generell, plötzlich ausgegrenzt werden. Man hat das auch in der EU festgestellt, also so eine Feindschaft gegenüber Leuten aus China zunächst. Ich weiß nicht, ob diese britische Mutation jetzt mit dem Brexit in irgendeinem Zusammenhang steht, also das sei die Rache jetzt in irgendeiner Form. Aber dann gibt es natürlich auch andere so Verschwörungsnarrative, eben Bill Gates, also wiederum so Weltverschwörung gegen irgendwelche Reiche, die die Welt manipulieren und noch reicher werden wollen, weil es eben keine Erklärung gibt, weil man sich so ohnmächtig fühlt und dieser Unsicherheit so ausgeliefert. Und zunächst gab es ja auch keine wissenschaftliche Untersuchung dazu und es gab auch kein Mittel dagegen und da hilft eben so ein Narrativ, an das man glaubt. Und man kann, und insofern haben diese Verschwörungstheorien also wirklich eine rasante Verbreitung erfahren. Mit einem Blick auf die Corona-Demonstrationen, die wir immer wieder jetzt auch in Wien, ich glaube fast wöchentlich erleben, würden Sie ja auch sagen, dass eben dieses Gefühl der Hilflosigkeit dieser in gewisser Weise ein Bindekit ist, ein Bindemittel ist zwischen verschiedenen politischen Lagern, ideologischen Strömungen, die sich ja auch in diesen Demonstrationen versammeln, die sind ja auch sehr heterogen, werden allerdings von rechten und rechtspopulistischer Rhetorik dominiert. Also ich denke, dass einerseits Leute da auf die Straße gehen, die tatsächlich sich sehr unsicher fühlen und wenig und nicht verstehen. Das liegt auch an der, also zumindest was Österreich betrifft, an der tatsächlich sehr mangelhaften Krisenkommunikation der Regierung. Viel zu wenig wird erklärt, viel zu wenig Perspektiven werden gegeben. Die Maßnahmen sind auch sehr verwirrend, um es euphemistisch auszudrücken. Also insofern ist die Unsicherheit weit verbreitet und wir wissen, also auch schon von Sigmund Baumann und anderen Soziologen, auch Reinhard Koselleck, dass Unsicherheit in Krisen sehr viel Angst erzeugt. Also insofern, man weiß zwar, dass jede Krise irgendwann auch endet, aber man weiß eben nicht wann und man weiß auch nicht wie. Und es sind ja auch sehr legitime Ängste, weil Existenzen am Spiel stehen und große Arbeitslosigkeit und so weiter. Also es ist ja nicht nur eine dumpfe Angst, sondern es ist auch eine sehr reale Angst, die Menschen haben. Und wo ihnen
also teilweise viel zu wenig Erklärung angeboten wird und auch viele sich viel zu wenig einbezogen fühlen. Also gerade in Österreich ist die Regierungskommunikation und Krisenkommunikation nicht dialogisch, sondern sehr stark top-down, also sehr stark hierarchisch geführt, im Unterschied etwa zu Angela Merkel, vor allem in der ersten Zeit der Krise, oder auch der Jacinda Ardern oder anderen, die versucht haben, doch sehr dialogisch und sehr detailliert mit ihrer Bevölkerung Kontakt zu nehmen. Also da ist, glaube ich, das ist relativ nachvollziehbar. Und dann wurden diese Unzufriedenheit wurde von den rechtspopulistischen, aber auch rechtsextremen, identitären Neonazis stark instrumentalisiert. Und da haben diese Gruppierungen, glaube ich, eine Nische gefunden, weil die Beliebtheitswerte dieser Gruppen gesunken ist in den Meinungsumfragen. Alle Regierungen haben zunächst sehr stark zugenommen in Beliebtheit, weil Recht und Ordnung hergestellt wurde. Und das sind eigentlich Themen, die die rechten Gruppierungen vertreten. Also ihnen wurde praktisch, die Themen wurden ihnen weggenommen. Grenzen schließen, keine Asylwerber hineinlassen und. Sodass jetzt diese Gruppen auf ihre traditionellen Rhetoriken zurückgegriffen haben und greifen, nämlich gegen die da oben, nicht? Also Protest. Protest eignet sich für Rechtspopulisten und auch die Rechtsextremen. Man ist also gegen die Maßnahmen, gegen die Eliten, gegen die Regierung, gegen die Wissenschaft. Also das kann man gut verwenden, und insofern werden nun diese Demonstrationen kolonisiert, instrumentalisiert von diesen Gruppen. Und ich denke, viele haben das zunächst nicht mitbekommen, dass sie so instrumentalisiert werden. Also es haben sich da eben, wie Sie sagen, so heterogene, interessante Koalitionen plötzlich gebildet. Es wird sich zeigen, ob also die sozusagen eher unzufriedenen Bürger, Bürgerinnen sich absentieren, ob da eine Spaltung entsteht oder ob sie da weitermachen, weil sie meinen, dass ihre Unzufriedenheit so besser gehört wird. Es wird sich zeigen, das kann man jetzt noch schlecht sagen, aber sicher kann man sagen, dass da, und das sieht man ja auch wieder an der österreichischen Szene und an der FPÖ, die FPÖ tatsächlich jetzt eine Nische ausnützt. Abschließend möchte ich Sie noch fragen, was kann man gegen das Aufkeimen von Vorurteilen machen? Wie kann man dagegen auftreten? Was wäre eine sinnvolle Gegenstrategie, die Sie uns vielleicht mit auf den Weg geben könnten, noch abschließend? Ich denke, dass es nicht eine Strategie gibt und nicht ein Rezept, sondern dass das sehr stark situationsspezifisch ist. Also wenn man im Bekanntenkreis auf solche Meinungen und Verschwörungstheorien trifft, da kann man sicher diskutieren und Fragen stellen und versuchen, Bekannte also auch umzustimmen oder mal überhaupt zu verstehen, wie sie dazu kommen, und dann umzustimmen. Auch teilweise durch Fakten, aber auch teilweise einfach durch Heranziehen von bestimmten Beispielen oder auch rekurrieren auf gemeinsame Werte. Wenn man in den Schulen, natürlich muss das stark bildungsorientiert geschehen, dass man eben den Kindern je nach Altersstufe die Wirkung von solchen Vorurteilen erklärt, auch die Konsequenzen, auch die schon besprochene Skalierung oder die stufenweise Eskalierung. Also da glaube ich im Bereich Schule, Volksschule, und man kann nie früh genug beginnen, Lehrbücher, Lehrmaterialien, also da lässt sich unglaublich viel machen, und da gehört auch viel mehr gemacht. Wir haben
an der Universität Wien, also abgesehen vom Ustinov-Lehrstuhl, also der Gastprofessur, gab es jetzt auch eine Ringvorlesung, an der ich auch jetzt immer wieder teilgenommen habe, über Vorurteile, die letztlich eine Antwort war auf die Chatprotokolle am Juridikum, wo eben antisemitische und stark rassistische Chatprotokolle der jungen ÖVP entdeckt wurden. Und eine Antwort darauf war jetzt eben auch an den Universitäten, das wieder Bildung zu forcieren. Und im Alltag denke ich auch, je nach Situation, auf jeden Fall eingreifen, außer es scheint gewalttätig zu werden. Also da muss man natürlich dann auch auf Gesetze und Polizei und Ähnliches rekurrieren, aber nicht stumm bleiben. Also ich glaube, es ist eben wirklich wichtig, immer, wenn man kann und es eben nicht gefährlich ist, schon den ersten Äußerungen zu entgegnen und nicht zu sagen, naja, es macht nichts und dass dem halt so passiert, ja, sondern wirklich immer mit Aufklärung und mit Fakten dem zu entgegnen. Aber wie gesagt, also je nach Situation sind durchaus auch Gesetze, und in Österreich gibt es eben auch das Verbotsgesetz und Gesetze gegen Diskriminierung und Gesetze gegen Verleumdung und gegen Verhetzung. Also dieses Register an legistischen Möglichkeiten wird zu wenig genützt. Also es haben viele Menschen Angst, auch Anzeige zu erstatten. Das wissen wir auch von den NGOs wie SOS Mitmensch oder Zara. Also man kann nur immer wieder appellieren, dass man sich das nicht gefallen lässt.